Hi liebe Strongmover, ich grüße euch aus dem Strongmover Athletic Club. Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video und natürlich auch Podcast. Und heute habe ich einen neuen Gast für euch und er ist nicht nur ein Gast, sondern er ist Strongmove Personal Trainer und Coach. Herzlich willkommen Timo Tekolf. Hi Björn, danke. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist, Timo. Und ja, wir begrüßen Timo als offizielles Team-Member natürlich. Mit anderen Worten, Training und Coaching bei Timo ab sofort erhältlich. Und Timo stellt sich jetzt erstmal vor. Timo, wer bist du und was machst du am liebsten? Jawohl, ja, erstmal danke für die Vorstellung, Björn. Von mir auch einen starken Gruß erstmal an alle Strong Mover. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Timo, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Personal Trainer und Health Coach und sprichwörtlich mit der Leidenschaft zum Sport geboren. Das heißt, relativ früh angefangen mit Fußball, ich glaube mit 4 Jahren, dann 15 Jahre knapp. Seit dem 16. Lebensjahr im Krafttraining unterwegs, das heißt auch hier schwerpunktmäßig eher ins funktionelle Training. Das heißt, seit etwas mehr als 11 Jahren jetzt in dem Bereich unterwegs. Und frag mich nicht warum, aber so seit 10 Jahren jetzt Handballschiedsrichter. Man kann sagen, es ist einerseits der beschissenste Job, aber irgendwie auch ein sehr geiler Job. Es ist so völlig crazy. Und ja, so die letzten 3-4 Jahre noch die Liebe zum CrossFit entdeckt. Das heißt auch hier sehr wettkampforientiert unterwegs. Und ich freue mich mega, wenn es auch bald hier wieder losgeht, dass wir alle wieder Gas geben können. Ja, sowohl mit dem Training bzw. mit Wettkämpfen, als auch natürlich hier im Club wieder mit dem Coaching. Du sagtest gerade schon Personal Trainer. Jo, das machen wir sowieso, ne, ganz klar. Gehen wir auch nochmal drauf ein. Aber vor allen Dingen bist du Health Coach. Und das ist natürlich in der aktuellen Zeit ein super interessanter Punkt. Erklär doch mal, was ist der Health Coach? Was ist Health Coaching? Ja, ich finde es ein ganz spannendes Thema und ich denke, dass wir in Deutschland einfach eine ziemlich große Lücke im Gesundheitsbereich haben. Das heißt, unser System ist viel, viel mehr auf Krankheit als auf Gesundheit ausgelegt. Und ich erkläre meinen Kunden oder meinen Klienten das immer an einem ganz einfachen Beispiel oder einer einfachen Metapher. Das heißt, stell dir einfach mal eine, ja, in Anführungsstrichen, eine strahlende, fitte, grüne Pflanze vor. Und genau jene Pflanze ist so in den letzten Wochen, Monaten eingegangen. Und die klassische Schulmedizin geht hin, nimmt sich einen Stift, einen grünen Stift und malt die verwelkten Blätter einfach wieder grün an. Damit meinst du das Rezept und die Pille, die darauf steht? Exakt, genau, ja. Okay. Genau. Das heißt, sehr symptomorientiert unterwegs. Ja. Und der Health Coach oder im Gesundheitscoaching schauen uns viel eher die Ursache an. Braucht die Pflanze vielleicht einfach nur einen neuen Stellplatz, das heißt vielleicht mehr Sonne? Braucht die Pflanze vielleicht mehr Wasser oder einfach mehr Erde? Und das ist auch so der zentrale Punkt, warum ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, ins Gesundheitscoaching einzusteigen oder mehr in Richtung Gesundheit zu gehen. Weil mir ist es extrem wichtig, den Menschen wieder zu befähigen, die Gesundheit selber in die Hand nehmen zu können. Das heißt, selber handlungsfähig zu werden. Ja. Und den dabei noch zu unterstützen, und das ist mir persönlich ganz wichtig, und ich finde, es sollte auch so der Punkt von jedem Menschen sein, dass man fit, gesund und schmerzfrei bis ins höchste Lebensalter ist. Und das ist ja auch so ein zentraler oder die zentrale Philosophie von Strongmove. Björn, du kannst ja gerne mal erzählen, wie es so bei dir war, wie sich das Ganze so bei dir entwickelt hat und wie du das ganze Training und Gesundheit siehst. Ja, definitiv ist das die Marschroute von Strongmove generell, euch das Wissen an die Hand zu geben, wie ihr eure Gesundheit managen könnt. Und dieser Titel auch des Health Coaches, das fließt im Prinzip schon immer mit ein, aber es war noch nie so systematisiert. Und letztendlich muss man auch sagen, an der aktuellen Schulmedizin vielleicht vorbei, es entwickelt sich ja weiter, aber was häufig abgerufen wird, ist halt immer nur Schema F. Und da versuchen wir halt mit euch ohnehin drüber hinaus zu gehen. Hat sich entwickelt im Laufe von meiner sozusagen Laufbahn als Personal Trainer jetzt in den letzten 14 Jahren, seitdem ich das jetzt mache. Und da begleitet man halt ganze Lebensabschnitte mittlerweile, also von denen ich zumindest jetzt erstmal sprechen darf. Wer längster Klient? Sind tatsächlich knapp 14 Jahre. Okay, okay, ja, okay. 2 Klienten begleite ich schon seit knapp 14 Jahren, ununterbrochen tatsächlich. Und da bekommt man natürlich sehr, sehr viele Informationen im Vergleich dazu, wenn jemand nur zum Arzt geht und sich mal eben hier wieder irgendeine Krankheit wegbehandeln lässt. Mit anderen Worten, wieder bei Null ist. Ja. Aber ganz interessant ist auch, wenn unsere Klienten beispielsweise viel seltener krank werden und tatsächlich davon berichten, meine Freundinnen oder Bekannten sind irgendwie ständig krank und ich irgendwie eher nicht so. Ja, und das läuft so unterschwellig, weil krank zu sein ist irgendwie so normal. Man nimmt es halt zum Arzt, man nimmt das hin.
ob das jetzt Übergewicht ist. Ich glaube, aktueller Stand sind etwa, dass 2/3 aller deutschen Männer übergewichtig sind und ich glaube, ungefähr die Hälfte der Frauen, womit natürlich schon eine Prädisposition einfach zu kardiovaskulären Erkrankungen besteht und so weiter und so fort. Und was da einfach hingenommen wird, ist ja krass, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt. Und ich glaube, das ist auch ein zentraler Element. Dann aber sehr, sehr individuell gestaltet von unserem Gesundheitscoaching demnächst, beziehungsweise ab sofort wirklich, weil es wird ja Zeit in Zeiten von Corona umso wichtiger, das Immunsystem wirklich aufzubohren. Ja. Zu sagen, was könnte wirklich bei meinem aktuellen, in meiner aktuellen Lebenssituation, was könnte ich besser machen, um einen größeren Puffer vor Krankheiten zu erzeugen? Und ich denke, da wirst du mir auch beipflichten. Du hast ja noch dazu ein E-Book dazu geschrieben. Oh ja. Da geht es nicht ganz wenig auch ums Immunsystem, aber auch grob, beziehungsweise ums Health Coaching an sich. Beschreib doch mal, wie ist so der Inhalt? Was haben unsere Leser davon? Also es geht darum, wie uns das moderne Leben krank macht. Also genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ja, Volltreffer. In Richtung Immunsystem. Man liest eigentlich überall, booste jetzt dein Immunsystem auf ein nächstes Level. Und genau das ist der zentrale oder das ist ein ganz falscher Ansatz. Mhm. Es geht gar nicht darum, das Immunsystem ständig auf ein nächstes Level zu boosten, sondern eigentlich darum, das Immunsystem mal runterzufahren, dass das Immunsystem die Dinge machen kann, für die es da ist. Genau. Also nicht Stressmanagement zum Beispiel, gegen Stress zu regulieren, gegen Schlafmangel zu regulieren und so weiter. Viele Leute nehmen das mittlerweile als selbstverständlich, 6 Stunden zu schlafen und leben so nach dem Motto Work hard, play hard. Und das ist genau der falsche Ansatz. Ja. Es geht darum, verschiedene Bereiche im Leben, wir müssen nicht alles perfekt umsetzen im Leben. Mhm. Es geht wirklich darum, die schlechten Dinge zu reduzieren und dann das Immunsystem nicht dauerhaft aktiv belasten. Ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir mit dem Inhalt des E-Books weitermachen. Genau darin liegt ja die Quintessenz vom Gesundheitscoaching. Genau. Wir gucken wirklich für dich individuell, wo ist der vielleicht wichtigste Ansatzpunkt, wo ist aber auch möglicherweise der einfachste, der als erste zu erschließende Ansatzpunkt. Ich glaube, das ist so die Quintessenz von dem Ganzen, zu sagen, okay, wo liegen denn überhaupt die wichtigen Punkte? Aber ich glaube, da kannst du mit dem E-Book mal weitermachen. Ich sage nur Stichwort 5 Säulen. Es gibt so zentrale 5 Säulen der Gesundheit. Das ist die Ernährung, Stressmanagement, Bewegung, Schlaf und die mentale Komponente, das Mindset. Das heißt, diese 5 Lebensbereiche bilden eine zentrale Säule, wenn es darum geht, Krankheiten vorzubeugen. Ja. Das heißt, es geht darum, diese Lebensbereiche in eine Balance zu bringen, in Einklang zu bringen. Es geht gar nicht darum, einen Bereich perfekt umsetzen zu müssen. Es geht nicht darum, 7-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen oder jeden Tag Dinge perfekt umsetzen zu müssen, sondern wir müssen vielmehr die ganzen 5 Lebensbereiche, diese zentralen Punkte, in Einklang bringen. Mhm. Oder genau darum geht es auch im E-Book. Und mir persönlich ist es ganz wichtig, das Thema, was du vorhin auch angesprochen hast, was auch so die Philosophie von StrongMove ist, Wissensvermittlung. Ja. Ich möchte dir sozusagen Wissen mit an die Hand geben, was du direkt dann auch umsetzen kannst. Das heißt, im E-Book gibt es praktische Tipps, Schlafguide, Bewegungsguide, coole Sachen. Und am Ende gibt es noch so eine individuelle Gesundheitsanamnese, das heißt so eine Einordnung, wo stehst du gerade? Sehr interessant. Okay, mit anderen Worten, wer sich das durchliest und auch die Checks schon mal macht, der könnte damit zum Beispiel auch zu dir kommen dann. Und dann geht man darüber noch hinaus, einen Schritt weiter zum Beispiel. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz eindeutige Richtung des gesamten Health Coachings. Es gibt ja auch schon Anbieter, wo man sich selber gewisse Blutuntersuchungen nach Hause bestellen kann. Aber wir gehen jetzt wirklich auch noch den Schritt weiter. Wir gucken wirklich auf eure Blutuntersuchung, weil Hand aufs Herz, wer kennt es nicht? Ihr geht zum Arzt, macht eine Blutuntersuchung, ein großes Blutbild. Und was dabei rauskommt ist, ja, ist alles okay. Heißt aber, die präventive Komponente, wie viel besser es möglicherweise sein könnte, wird überhaupt nicht angesprochen. Und ich möchte niemanden anprangern. Aber stellt euch selber die Frage, kann es nicht besser sein, als es aktuell ist? Und in anderen Ländern gibt es andere Standardparameter, als die bei uns zum Beispiel angesetzt werden. Und da darf man sich durchaus mal die Frage stellen, auch mit dem Querschnitt, mit den Leuten, mit denen wir bereits gearbeitet haben und das sehr erfolgreich, bei weniger Krankheit. Wie sind denn da die Parameter? Das heißt, wir verfügen über einen gewissen Querschnitt, wo wir schon auf sehr erfolgreiche Erfahrungswerte zurückgucken. Ja. Stichwort Blutanalyse. Gib uns mal 2 Punkte, die man beachten sollte. Auf jeden Fall nicht nur ein großes Blutbild machen. Darüber hinaus auf jeden Fall. In einem großen Blutbild sind halt weder Vitamine, Mineralwerte, ein Omega-3-Index, Organwerte, das alles fehlt in einem großen Blutbild. Von daher ist so die Aussage, ein großes Blutbild ist das Maß aller Dinge.
Vielleicht. Also reicht nicht. Es reicht eher nicht. Okay. Gib uns zwei, wo du drauf gucken würdest, die auch im E-Book schon beschrieben werden. Immer auf den Omega-3-Index. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Wert, der uns vor allen Dingen, also da geht es vor allen Dingen darum, zukünftig, wo geht die Reise hin? Mhm. In Richtung Prävention vor Krankheiten. Ganz, ganz zentraler Punkt. Und auf jeden Fall, wenn du das Video siehst, mhm. aufgrund der Breitengrade, der Vitamin-D-Spiegel. Okay, ganz, also ganz wichtiger Punkt. Omega, nun das richtig zu haben, Omega-3-6-Index, genau. Das ist dieses Verhältnis genau, zwischen Omega-3 und Omega-6 in Richtung entzündungshemmende Umgebung im Körper herzustellen und das Vitamin D3 auf jeden Fall mal checken lassen. Yes. Genau, dabei können wir euch helfen. Im E-Book findet ihr Infos darüber. Genau, ja. Das heißt also, geht über das normale Maß der Gesundheitsvorsorge hinaus. Ja, nehmt euch ein Gesundheitscoaching, seid ihr bei uns auf jeden Fall in Zukunft genau richtig. Infos dazu findet ihr auf www.strongmove.de. Timo ist in den Startlöchern für euch, also wir sind bereit. Wer direkt starten möchte, der schickt einfach eine E-Mail an die info@strongmove.de oder auf der Homepage mit Kontaktformular und so weiter und so fort. Timo, von dir werden wir mit anderen Worten noch einiges hören und sehen. Jawohl. Ja, und da freuen wir uns auch drauf. Ich bin gespannt, wo diese gesamte Reise im, wir nennen es ja gerne mal Gesundheitssystem 2.0 mhm. hingeht. Ja, werdet Mitglied sozusagen im Gesundheitssystem 2.0. Und wenn euch das Video gefallen hat, die Vorstellung von Timo, dann lasst uns doch einfach einen Kommentar da. Oder wenn ihr Fragen habt, natürlich postet die einfach unten in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo und Glöckchen nicht vergessen. Und wie dann immer. Sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Jawohl, Timo. Und Björn, bis dann.